Man war mit wenig zufrieden. Es gab zwar vielleicht kein Frühstück oder solche Sachen, aber weil das überall so war, vermisste man nichts. Man wusste nicht mal was davon. Wenn man auf dem Land lebt, sind alle mehr oder weniger gleich. Wir waren uns alle sehr vertraut. Die Gemeinschaft. Vielleicht machte sie unser Leben glücklich. Oftmals am Sonntag spielte man Tombola in einem Hof. Und im Winter spielte man auch Tombola oder Karten. Bei uns wohnte eine Frau, die hatte ein Grammophon mit einem Trichter, wie früher. Und wir, ein paar Mädchen und Jungen aus dem Dorf, lernten tanzen. Das war unser Vergnügen. Es gab nichts anderes. Non c'era altro. 1952, mit 17 Jahren, kam ich hierher. Nach dem Krieg musste ich arbeiten. Mit 15 ging ich nach Venedig arbeiten, mit 16 nach Mailand und dann mit 17 in die Schweiz. Denn in Italien gab es keine Arbeit mehr. Meine Brüder gingen aus diesem Grund nach Kanada, ich in die Schweiz, nach Zürich, zu meiner Schwester. Dort verbrachte ich eine schöne Zeit. Ich war jung. Während ich spazieren ging, habe ich das Bellevue gesehen. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich ins Bellevue verliebt. Ich bin innamorato del Bellevue. Ich sagte, hier muss ich arbeiten gehen. Ich habe mich informiert und sie haben mir gesagt, dass eine Stelle in der Wäscherei frei wäre. Ich sagte, dass mir das nichts ausmache, da ich zwei Arme habe und wisse, wie man arbeitet. Dann kam mein Sohn zur Welt und ich habe aufgehört zu arbeiten. Mein Mann, er arbeitete als Maurer, sagte, Mafalda, bleib zu Hause und ziehe das Kind groß. Und ich blieb 8 Jahre lang zu Hause. Dann musste er seinen Rücken operieren lassen und er blieb zu Hause und ich ging arbeiten. Ein kurzer Einschub. Das Casa d'Italia war das Haus von allen. Niemand musste etwas trinken, so wie üblich, wenn man in ein Restaurant geht. Da nahm man nur etwas, wenn man wollte. Das teuerste kostete 50 Rappen. Nachmittags gehe ich immer raus, immer. Ich mache einen Spaziergang im Tierpark oder gehe in den Rosengarten oder in die Stadt, vielleicht bis an eine Endstation von Tram oder Bus. Und dann gehe ich zu Fuß, 2, 3 Stationen zurück. Dann den Rest wieder mit einem Verkehrsmittel. Manchmal treffe ich mich mit jemandem, zum Beispiel mit einer Frau, die ich kenne. Der Garten gehörte meinem Mann. Ich wollte ihn nicht mehr, weil ich dermaßen litt, wenn ich hinging und all das sah, was er so gemocht hatte. Aber mein Sohn sagte, ich soll ihn behalten. Es würde mir gut tun, aus dem Haus zu kommen. Auch der Arzt sagte, ich solle rausgehen. So habe ich mich an diesen Garten gewöhnt, von dem ich am Anfang keine Ahnung hatte. Jetzt bin ich Meisterin geworden. Musik.